Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Okay, die Zitadelle der Zeit wächst und gedeiht. Das reimt sich, das war überhaupt keine Absicht. Awesome. So, wir haben jetzt einige Verschönerungsarbeiten hier zu leisten. Wir müssen das Gebäude hier fertig bauen und uns überlegen, wie das auf der anderen Seite verlaufen könnte. Hier gehört noch ein Gebäude hin, da dahinter gehören noch Gebäude hin. Gebäude, Gebäude, Gebäude. Ah, eine Sache noch. Eine Sache, die ich noch gesehen habe. Das habe ich ganz vergessen. Wir brauchen mal Grasbüschel und ein bisschen Erde. Ach, come on. Weil aus irgendeinem Grund ist hier anscheinend ein bisschen Gras gepflanzt. Warum nicht? Keiner weiß warum. Aber das ist jetzt so. Tja. Da guckt ihr. Okay, cool. Fertig, popertig. Wo fangen wir denn an? Ach ja, die Gasse. Ah, ich wollte mir doch anschauen, wie genau das mit der Gasse funktioniert. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Wartet mal, über welche Capture Card... Ah. Ha. Nein, das kann nicht funktionieren. Ich muss was versuchen, Leute. Ich muss hier mal live während der Aufnahme was umbauen. Wartet mal, weil wenn das funktioniert... Dann kriege ich den Nobelpreis für Ingenieurswesen. Garantiert. Auch wenn das alles nichts mit Ingenieurswesen zu tun hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Nobelpreis für Ingenieurswesen gibt. So. Ich stecke mal hier das da an. Full Power. Okay, wartet mal. Ich schau mal kurz, was hier los ist. Falsche Disk. Oh Gott, oh Gott. Steht da ein Zombie auf der Zugbrücke? Anscheinend. Eigentlich ist die Zugbrücke dafür da, nachts die Skelette draußen zu halten. Tja, so viel dazu. Minecraft, du könntest ruhig ein bisschen Musik spielen, während ich hier am Umbauen bin. Also wirklich. Auch kein guter Entertainer. So Minecraft ganz alleine, ohne Spieler, ohne Musik, auch nicht das Spannendste. So, und jetzt werde ich was Verrücktes machen. Kann sein, dass jetzt alles zusammenbricht. Die Zivilisation und alles, das Universum. Nein. Nein, es geht nicht. Ich kann die Quelle, die ich ansteuern will, nicht verändern, während die Aufnahme läuft. Weil sonst hätte ich jetzt live schnell hin und her schalten können zwischen Ocarina of Time und Minecraft. Und wir hätten uns das im Spiel anschauen können und live anschauen können und überhaupt anschauen können. Das wäre ziemlich cool gewesen. Aber da wir das jetzt nicht können und ich die Bilder für die Gasse hier jetzt nicht offen habe, nicht mal die Screenshots, bauen wir einfach das imaginäre Gebäude, das wir uns im Grunde frei ausdenken dürfen, weiter. Ist auch nicht schlecht. Wie hoch wird das Gebäude? Nicht höher als die anderen. Also ist hier Schluss. Mache ich ein Doppeldach oder ein einfaches Dach? Ich mache ein doppeltes Dach. Doppelt hält besser. So. Und jetzt geht's abwärts. Das Blöde ist, dass jetzt, wenn ich so rum abwärts baue, alles wieder blöd ist. Ja. Aber ich mache das jetzt trotzdem. Ist ja nur... Obwohl, wartet, ich habe eine Idee. Oh Mann, ey. Ich habe eine Grammatik. Die Phantome sind echt witzig. Einige fliegen da dauernd gegen. Ach, gegen die Mauern da hinten. Ja, das glaube ich. Ja, die Zitadelle ist ja schon auf Phantomhöhe. Coolio. Okay, und jetzt kann ich hier mal ganz kurz nur das andeuten. Dann weiß ich nämlich, dass das Dach bis hier gehen muss. Jetzt muss ich aber alle nochmal austauschen, damit die Musterung... des Holzes stimmt. Also genauso ist wie gegenüber, meine ich mit stimmt. Mir wäre es ja eigentlich wurscht, aber es soll halt identisch sein. Okay, so machen wir das jetzt. Hallo, brennendes Skelett. Brennt der irgendwie grün? So ein bisschen. Nee, da war gerade irgendwas Grünes. Keine Ahnung. Dann kommt das weg. Das im Grunde auch. Die Phantome verpuffen auch am Himmel. Schön. Okay, ich mach mal hier noch. So.
gut, gut. Und das ganze Haus, ich glaube, wir machen hier ein Haus, das komplett die drei quasi, oder? Ein sehr dünnes, langes Haus und Schluss. Obwohl, hier könnte ja dieser Weg vorbeiführen. Das weiß ich jetzt wirklich nicht, wie das gedacht ist. Hey, ich muss Zelda, ich muss irgendwie Ocarina of Time sehen. Das geht jetzt nicht. Verdammt. Weil dann kann ich jetzt hier bei dem Haus gar nicht wirklich weiterbauen, weil ich mir nicht sicher bin, wie es aussehen wird. Nicht, dass wir irgendwas verkacken. Okay. Eine Sache, die wir ganz sicher machen können, ist, dass wir hinter den Maskenhändler ein großes Haus bauen. Und dafür müssen wir hier erstmal ganz viel einebnen. Machen wir doch das mal. Das können wir jetzt machen und vor der nächsten Folge muss ich mir das dann echt nochmal ein bisschen genauer anschauen. So machen wir das jetzt. So. Ich überlege gerade. Wie viel Abstand machen wir denn? Machen wir den Zaun überhaupt bis nach hinten? Der Zaun sieht ehrlich gesagt so aus, als würde der Zaun bis zum Haus gehen. Das wäre ja eigentlich ziemlich cool. Also der Zaun schließt quasi direkt auf das Haus auf, ab. Auf das Haus auf, ab. Ja. Das heißt, dass das Haus hier beginnt, wo jetzt die Dreckwand ist, würde ich sagen. Dann werde ich den Rest hier nochmal mit Erde auffüllen. Na, Hilfe! Okay. Okay, ich muss erst hier alles raushauen, weil sonst werde ich wahnsinnig. Abwechselnd platzieren und rausnehmen ist nicht meine Stärke scheinbar. Wieder was gelernt heute. Über mich selbst. Immer gut, wenn man was über sich selbst lernt. Vor allem seine Schwächen. Oft genug stellt sich raus, dass die Schwächen in Wirklichkeit die größten Stärken sind. So. Halt, nö, ist egal, passt schon. Ich wollte gerade Halt, Stopp rufen, aber passt schon. Den Weg können wir im Grunde auch sehr weit fortführen. Theoretisch. Aber egal, jetzt erst eins nach dem anderen, okay? Eins nach dem anderen. Jetzt machen wir ein Haus, weil das sieht tatsächlich ein bisschen so aus wie das da. Ich suche mir jetzt die gleichen Materialien. Wir machen einmal das Holz und die Mauer. Und das kommt jetzt hinter den Maskenhändler. Das ist eine andere Struktur, als die, die ich hier benutzt habe, oder? Ja, sehr gut. Sonst wird das von Weitem vielleicht so ineinander morphen, das würde ich nicht wollen. So, okay. Dann muss ich die Reihe hier nochmal weggraben. Ach, guck mal, da sind gleich die richtigen Steine. Als ob das Spiel gewusst hätte, dass ich hier so eine Wand hinbaue. Die lasse ich jetzt. Einfach nur zum Spaß lasse ich die jetzt hier. Das ist ein Wink des Schicksals. Wie weit geht denn das Gebäude? Das ist wieder echt schwer zu sagen. Das sieht man jetzt aus der Perspektive, die ich hier offen habe, wieder überhaupt nicht. Ich schätze mal, das geht nicht bis ganz nach hinten. Aber wie es dann hier weitergeht, bleibt unserer Fantasie überlassen im Grunde. Da bin ich mir gar nicht sicher. Aber hier ist auf jeden Fall Hauszeit. Wartet mal, wenn ich so bauen will, wie da drüben. Wie sieht's denn aus? Nee, die Kanten sind weiß. Die Kanten sind weiß. Nur unterm Dach. Da ist dann so ein Balken. Den werde ich hier mal machen.
Ah, ich könnte sogar ungefähr abschätzen, dass die Hälfte des Hauses ja, ungefähr synchron mit dem Maskenhaus sein dürfte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, wir machen noch 10 Blöcke ungefähr in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann dürfte das ungefähr die Breite des Hauses sein. Ja, und eben, was hier in dem Streifen passiert, das können wir uns dann irgendwie aussuchen. Vielleicht pflanzen wir da einfach eine Reihe Bäume oder so. Schön. Das Triforce nicht mit Wolle, wie ich es gemacht hätte, sondern mit Goldblöcken. Das finde ich cool. Finde ich sehr cool. Ich werde jetzt einfach den Erdblock da, den riesigen Erdhaufen, werde ich einfach ummauern. Das Haus wird jetzt um die Erde herumgebaut. Ist mir jetzt wurscht. Die Erde kann man nachträglich rausschaufeln. Ich bin jetzt nur für die Fassade hier heute. Heute ist Fassadentag. Um die Füllung kümmern wir uns ein andermal. Wenn von außen alles schön ist, dann kümmern wir uns um innen. Ups. So, dann mache ich gleich mal wieder hier nach oben. Warte mal, das stimmt schon wieder nicht. Da habe ich schon wieder... So. Auf halbem Weg muss ich dann nochmal eine Dachschräge reinmachen. Ups. So, wartet mal, machen wir hier ungefähr noch eine rein. Also mit Dachschräge, Quatschen, Balken, Querbalken meine ich. So ungefähr. Oben Fenster, da Fenster. Man sieht nicht viel von dem Haus, aber das, was man sieht, lässt ungefähr darauf deuten, dass es ungefähr so aussieht. Und dann haben wir hier in die Richtung, genau, die der Marc freundlicherweise schon ausbuddelt, eine sehr lange Mauer. Das ist wegen der Perspektive schwer zu sagen. Der Einblickwinkel ist sehr steil. Aber das könnte sehr tief sein, das Haus. Was hat sich denn da gerade wie Glas angehört beim Zerspringen, was ich hier unten natürlich gefunden habe? Komisch. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, das war jetzt echt blöd, keine Ahnung, viel zu schnell, einfach nur geschätzt. Aber es darf schon echt weit gehen. Ich mache es jetzt einfach mal so, bis hier. Sehr weit, ich weiß, aber so ist es jetzt. So machen wir es. Oh, warte mal, wenn ich steil nach unten gucke und dann ganz schnell klicke, selber klicke, dann geht's wahrscheinlich, oder? Ja, dann geht's. Ah, aber auch nicht sehr zuverlässig. Hängt davon ab, wie schnell ich klicken kann wahrscheinlich. Wenn ich klicke wie der Wind, dann geht's hoffentlich. Also das Layout wird anders. Wie? Wo? Von wem? Warum? Weil sonst kommt man nicht hin. Okay. Man kann es nur anlehnen an das Original. Genau, genau. Muss ja nicht hundertprozentig sein. Das passt schon. Hier ist nix hundertprozentig. So. Warum ist denn das eine Fenster so schwarz? Ganz links. Unheimlich. Drei Fenster zum Himmel und eins führt in die Hölle.
Pam, pam, pam. Nein, genau den Block, den ich behalten wollte, mache ich weg. Verdammt. So. Okay. Gut, witzigerweise, ich meine natürlich damals, ne, als Kind habe ich das noch nie so genau betrachtet, aber witzigerweise ist die Wand hier, wenn man genau hinsieht, man sieht die eben nur in einem sehr steilen Winkel, aber die ganze Wand ist einfach nur komplett weiß. Da haben die überhaupt keine Details mehr gemacht, keine Holzbalken, keine Fenster, gar nichts. Die Wand ist durchgehend konstant weiß. Ich glaube, da werden wir uns ein bisschen kreative Freiheit erlauben. Außerdem sehe ich gerade, dass hier auf der Höhe, so halbierend, ungefähr halbierend, nochmal so ein Querbalken reinkommt. Machen wir mal noch einen. Ist okay. Aber nur vorne, an der Seite nicht, komischerweise. Ich weiß auch nicht, ist der Eingang von dem Haus dann hier? Gehört das zum Maskenhändler? Vielleicht. Die Freiheit könnten wir uns erlauben. Jetzt schreibt er nein und wir locken uns alle aus. Was wurde ich was gefragt? Nimmst du eigentlich gerade auf? Ach so, ja. Wir könnten uns die Freiheit erlauben, dass ich hier eine Tür einbaue. Einfach so, bam. Und dann ist hier die Eingangstür von dem Haus. Und dann ist das das Wohnhaus des Maskenhändlers. Das ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, das mache ich. Ich muss nur hier mal kurz die Hälfte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dann heißt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann ist hier die Mitte, oder? Müsste sein. Müsste stimmen. Ja, man sieht von dem Gebäude so gut wie nichts, dass es komplett von Bäumen bedeckt oder von einem Baum. Ne, von zwei Bäumen, stimmt schon. Da können wir jetzt wirklich machen, was wir wollen. Hallo, Herr Enderman. Ich weiß nicht, ob jetzt schon der Zeitpunkt für Fenster ist, aber ich mache hier einfach mal welche. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Okay. Dann mache ich mal den Dachgiebel noch voll. Zack. Ich stürze ab. Ich falle. Ach, come on. Nein. Hau doch ab jetzt. Also wirklich. So. Schön. Bam. Eine Fackel oben drauf. Achso, hier sollten wir auch noch Fenster reinmachen. Oh, hier habe ich gar nicht zugemacht.
Okay. 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 Sagen auch die Phantome über uns. So, schön. Oh Gott. Okay, ich bin wieder da. Ich muss mich manchmal nur echt konzentrieren, weil dieses Fliegen ist irgendwie echt ein bisschen schwammig. Warte mal. Ach so, nee, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, wenn ich Shift gedrückt halte, vielleicht kann ich da genauer fliegen. Weil das funktioniert beim Schleichen über Kanten und so weiter. Aber auf Shift sinke ich ja quasi. Dann mache ich Sinkflug. Egal. Genau, dann haben wir, und auf der gegenüberliegenden Seite müssen jetzt, würde ich sagen, noch zwei Gebäude hin, die quasi den Dachgiebel, also die hohe Seite, die hohe Seite des Gebäudes in Richtung Straße haben, in Richtung diesem Gebäude hier, quasi. Ne? Verstehst du? Ziegel. Ziegel. Auch nicht schlecht. So. Wenn ich ganz nah rangehe und so gucke, ganz schnell klicke, dann geht es leider auch nicht perfekt. Schade. Ich sollte außerdem oben anfangen. Ich glaube, dann ist es wieder leichter. Und wenn ich nicht ganz, wenn ich eine Möglichkeit finde, ein bisschen langsamer zu fliegen, dann geht es vielleicht sogar aus. Dass die ganze Reihe schön bestückt wird. Moment, jetzt baut er drüber, ne? Manchmal macht er das. Übereifrig. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Das ist zwar vielleicht auch nicht super schnell, aber es ist wenigstens gemütlich. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit und schmeiß die ganzen Sorgen über Bord. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal von welchem Ort. Was soll ich woanders, wo es mir nicht gefällt? Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld. Ach übrigens, was mir beim letzten Mal aufgefallen ist, finde ich ganz witzig, auf der Minimap, die ich die ganze Zeit in der Hand halte, und ich weiß ehrlich gesagt nicht mal genau, warum ich die ganze Zeit in der Hand halte, weil das mache ich jetzt schon seit 100 Folgen, wird schon langsam die Stadt erkennbar. Guck mal da unten auf der Minimap, wo mein Pfeil ist, da sieht man jetzt schon so rote Flecken überall. Weil einfach die roten Dächer so viel Fläche einnehmen, dass die jetzt tatsächlich schon auf der Minimap sichtbar werden. Es sind 4 Pixel oder so, aber trotzdem. Man erkennt hier tatsächlich schon ein bisschen die Stadt. Das ist cool. Die Zitadelle wird bestimmt auch ein großer grauer Fleck auf der Karte werden. Finde ich cool. Ist natürlich jetzt viel von meinem Pfeil überdeckt, aber es wird schon, ist schon cool. Cool, cool. So Leute, Schluss für heute. Morgen komme ich besser informiert. Und dann, ja, das sieht gut aus. Das sieht aus, das kommt hin. Ungefähr so, genau. Ungefähr genau so sieht man es im Spiel quasi, das Ganze. Warte, theoretisch müsste es ungefähr genau so sein, ja. Und es kommt tatsächlich hin. Perfekt. Wir sind so coole Meisterbilder hier. Alles wird wunderschön. Na schön, apropos schön, schönen Tag noch. Macht's gut, ciao.